Hallo und willkommen meine Freunde zum Car Simulator 2015 in Avatars Werkstatt. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen die Autos repariert, hatten einige Schwierigkeiten. Mal schauen, ob wieder neue Aufträge da sind. Immer noch keine Aufträge verfügbar hier. Ich möchte ja mal die modernen Karren machen. Wir nehmen wieder alle Kisten an, die hier reinkommen. Die Nachfrage ist sehr groß. Wir haben jetzt einen kleinen Artikel in der Zeitung über Avatars Werkstatt gelesen, dass wir zuverlässig und schnell arbeiten. Deswegen werden uns immer mehr Autos zugesprochen. Wir können mal eben schnell reinschauen, was du machst. Gummitülle, vordere Feder und wir... Ne, okay, da musst du für auf die Bühne. So oder so, haben wir ja gesagt, ne? Direkt den nächsten annehmen. Zack. Annehmen. Geht jetzt nur noch zack, 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 wenn wir demnächst wissen, wo die ganzen Teile sind und sitzen. Na, dann wisst ihr ja, sind wir rucki zucki reich, meine Freunde. Och, guck mal, das ist der Bruder von dem. Der hat dieselbe Farbe. So, da gucken wir mal bei dir rein, was du hast. Ah, den haben wir ja schon mal gemacht, dann machen wir den zuerst. Auf die rechte Bühne. Gut, dann werden wir mal ganz schnell, werden wir das Ding hier jetzt öffnen. Und mal loslegen. Hier... So, dann geht's mal los. Hier ist das schon, der Riemenspanner ist kaputt. Also bis jetzt sind die Aufträge ja immer die gleichen, ne, würde ich sagen. Die Wasserpumpe ist auch im Sack, okay. Da wissen wir schon automatisch, was wir hier verbrauchen. Da können wir schon mal direkt alles auseinander. Das ist die R4er, ja. Hier das Steuergehäuse noch weg. Zack, zack und dann den Riemen weg. Wunderbar. Dann gehe ich mal einkaufen, würde ich sagen. Also Zahnriemen. Zahnriemen. Riemenspanner war das. Das war der hier. Und Wasserpumpe R4. Wasserpumpe R4. Zack. So, dann hätten wir den Auftrag nämlich schon mal abgearbeitet. Rucki zucki. Zack, wieder rein. Dann werden wir jetzt erst hier mal alles im Zusammenbaumodus wieder reinballern. Zack, den neuen Riemen. Zack, drauf mit dir. Geht hier wie am Fließband. Zack, die Dingens drauf. Die Schwungscheibe. Was haben wir noch hier? Die Muffe. Die neue Wasserpumpe. So, dann können wir den Serpentina. Ich hätte jetzt beinahe A gesagt. Die neue Schelle da drauf. So, zack. Was haben wir noch? Hier das Bändchen. Haben wir jetzt alles? Ja, ne? Wir sollten doch jetzt fertig sein, oder? Dann sollte ich mal hier zumachen, das Gerätchen. Dann schauen wir uns das mal an. Alles erledigt. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihren Besuch und die Kohle. So, dann kommen wir hier zu unserem Patienten. So, was haben wir denn hier? Also, hier haben wir Gummitülle. Vordere Feder und vordere Achsschenkel. Okay. Dann würde ich sagen, hoch damit, weil wir haben ja gelernt, eben schon bei der Abdeckung, wir kommen nur von Dings dran. Dann gehen wir jetzt hier ran, am Zerlegemodus. Die Reifen ab. Ich weiß zwar nicht, ob das die richtige Seite ist, aber okay. Aber nichtsdestotrotz kann ich dann besser schauen. Und zwar gehe ich jetzt mal in den Überprüfungsmodus. Ja, und guck mal, ich bin schon fast richtig. Hier ist der Achsschenkel. Ja, machen wir das doch. Komm. Weg damit. Weg damit. Die Feder musste, glaube ich, auch neu, ne? Wenn mich nicht alles getäuscht hat. Aber dann müssen wir gleich nochmal gucken. Weg mit dir, weg mit dir. So, jetzt kommt der Achsschenkel dran. Oh, die ist die Ratten aber auch im Arsch. Ne. Der Achsschenkel muss weg. Und die Feder muss weg. Erst muss doch jetzt was... Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. So, hier machen wir los, ne? Kann ich nicht. Warum kann ich nicht? Weil erst hier das weg muss. Okay. Dann muss erst hier was weg.
Warum kann ich hier nicht wegmachen? Irgendwas. Gut, ich verstehe. Ich verstehe. Also man muss hier wirklich puzzeln bei dem Spiel und das finde ich gut. Jetzt muss zuerst wahrscheinlich die. Die kann auch nicht weg. Auch nicht. Oh. Da war was Grünes. Da konnte ich was Grünes wegmachen. Ja. Genau. Zack. Ach, jetzt sollen die auch noch alle weg. Okay, weg mit dir. So, jetzt kam ich. Immer noch nicht. Jetzt soll das hier noch weg. Da muss ich die Spur alles einstellen. Was soll das denn? So, zack, jetzt aber. Ne, jetzt soll das hier weg. Alter, nur für so ein scheiß Ding da. So ein Axtschenkel. Du baust hier die ganze Karre auseinander. Jetzt aber hier, die Feder weg. Genau, hier oben das, die Feder weg. Oh, ich glaube, ich wollte dafür einen Federspanner, oder wie war das? Wieso kriege ich die nicht weg hier? Was? Okay, hier. Ich weiß schon, warum ich kein Mechaniker geworden bin. Boah, nur für die scheiß Feder. So, jetzt können wir dich aber wegnehmen hier, du Erzschenkel. So. Das war's doch jetzt, ne? Sehe ich doch jetzt richtig, ne? Jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Können wir den jetzt mal reparieren, den vorderen Axtschenkel? Kann ich mal nichts hier? Guck mal hier, der Stoßdämpferabdeckung, die ist ja auch kaputt. Ich guck mal jetzt erstmal alles, was wir hier vielleicht reparieren können. Mal. Untere Axtschenkel, ne, den brauchen wir aber nicht reparieren, weil der hat 76%. Also, nochmal neu. Jetzt geht's los. Axtschenkel. Axtschenkel. Ach du Scheiße, was war denn das jetzt? Vordere Axtschenkel A, ne? War das? Genau. Den kaufen wir einfach mal. Oh, ne, warte mal. Da gibt's wieder ein anderer. Vordere Axtschenkel A. So, das ist der doch. Den kaufen wir. Annehmen. So, was brauchten wir noch? Eine Feder. War die Feder im Sack oder? Moment. Wo ist denn die Feder? Vorderstoß, die Feder ist doch im Arsch gewesen, ne? Was sollte man denn da nochmal machen, Mann? Mal eben gucken. Oh. Gummitülle. Vordere Feder. Ich baue das erstmal zusammen, warte. Moment, warte mal. Gucken wir mal hier. Vordere Feder. Ach, genau auf der anderen Seite, Alter. Dann müssen wir den ganzen Kladderdatsch jetzt erstmal hier zusammenbauen. Okay, dann bauen wir erstmal hier schon mal zusammen wieder. Kein Problem. Eins, zwei. So, dann bauen wir mal hier wieder zusammen. Den neuen Dings rein. Kein Problem. Auch rein. Dann werden wir den jetzt mal hier anschrauben. Zack. Jawohl. Zack. Radlader rein. Ja, der Zusammenbau geht immer schneller als das Auseinanderbauen. Ach, wir bauen schon wieder komplett zusammen und haben noch gar nicht das Dings da drin. Aber kommt jetzt. Jawohl. Zack. Zack. Was fehlt da? Da fehlt da was. Was? Da fehlt was. Zack, rein mit dir. So, was haben wir denn noch, was da fehlt? Da oben fehlte da was. Aber die Dings war da eh kaputt, ne? Genau. Der musste eh neu. Deswegen haben wir den jetzt zusammengebaut, ja, ne? So, der sollte doch jetzt fertig sein hier. Dann müsste doch hier. Hier fehlt immer noch was. Hier fehlt noch irgendwas. Ach so, hier unten der Querlenker. Okay. Zack, zack. Zack, fehlt jetzt immer noch was. Hier fehlt immer noch was. Die ist noch nicht richtig zu. Hier fehlt immer noch was. Was haben wir hier vergessen? Wir haben hier irgendwas vergessen. Oh, weil wir haben was vergessen. Was haben wir vergessen? Hier das Ding aber vergessen. Gut. Gut, weiß ich Bescheid. So, jetzt sollte nämlich auch das Rädchen drauf. Wunderbar. Wieder aber kurz andrehen.
Also ihr seht, es ist gar nicht so einfach, aber das Puzzle macht verdammt viel Spaß. Keine Ahnung, für so ein komisches Spiel, also komisch nicht in dem Sinne, aber für so ein Spiel, dass das so viel Unterhaltung bringen kann, hätte ich es nicht erwartet. Ich hatte zuerst gedacht, naja, aber es scheint zu funktionieren, das System. So, hier wieder ab, weil wir müssen ja da oben die Feder haben. Da müssen wir mal schauen, dass wir jetzt nicht alles auseinanderbauen. Nur für diese scheiß Feder da. Wir brauchen rein theoretisch ja nur hier dran, aber wie komme ich da? Muss ich das hier da weg auf jeden Fall? So, das ist weg. Jetzt muss ich an die Feder. Komme ich an die Feder da oben, der Teil wahrscheinlich weg. Die Abdeckung und jetzt kann ich die Feder ausbauen. Genau. Dann brauche ich nämlich unten das nicht alles wegziehen. Zack. Und die Feder auf Wiedersehen. Dann kriegst du jetzt eine neue Feder, mein Freund. Ob sich das für die Karre noch lohnt, das glaube ich aber auch noch nicht. Die Feder, eine Feder. Feder. Zack, wo haben wir die? Vordere Feder. 100 Euro. Das gibt ganz schön dicker Auftrag, mein Freund, ne? Was du jetzt hier schon alles zahlen musst, also das ist schon nicht schlecht, der Specht. Zack, die neue Feder rein. So. Du kommst wieder rein, dann kommt ihr hier wieder angezogen. Da oben die Dings drauf. Die Abdeckung, brauchst du keine neue, dann kommst du hier ran. So, dann sollte das Autochen eigentlich fertig sein. Ich hoffe es so sehr. Reifen vielleicht noch drauf, sonst kannst du nämlich nicht fahren. Wenn wir die jetzt hier wieder kreuz anziehen. Zack. Zack, zack. Wundersetter. Gut, meine Freunde. Ich glaube, wir schauen mal rein. Nee, da geht eine Gummitülle fehlt. Wo ist denn die noch? Die Gummitülle, meine Freunde. Wo soll die Gummitülle denn fehlen? Fehlt die denn hinten oder ins wo? Die Gummitülle. Ich muss ja über in dem einen Modus da, ne? In dem Überprüfungsmodus und so. Wo fehlt denn eine Gummitülle? Da habe ich aber was gesehen. Da ist da was. Haha. Ich hab's gesehen. Da muss ich aber auf die andere Seite für. Zack. Hierhin, Zerlegungs... Nee, ich brauche nicht in den Zerlegungsmodus. Hier oben ist die, da. Die hätte ich gerne mal eins zerlegt, die Gummidings da. Komm, raus mit dir. So, da bist du nämlich schon weg. Die Gummitülle haben wir ganz vergessen fast. Oh, da müssen wir aber später aufpassen, dass wir echt alles zusammenbekommen. Gummitülle. Ist das eine kleine Gummitülle oder eine große? Ah, die haben auch immer ein paar extra Wünsche hier. Inventar, was sagt unser Inventar? Alles. Die Gummitülle. Nö, steht einfach nur Gummitülle. Also wird das die sein. Ja, so ist das manchmal im Kfz-Leben. Nur die arbeiten nicht so schnell wie wir hier. Die haben immer schön Zeit. So, dann werden wir jetzt hier mal die Gummitülle dran marke. So, komm mal wieder rein, meine liebe Gummitülle. Zack, so, und jetzt sollte das Fahrzeug aber seetüchtig sein. Lassen wir das Ding mal runter. Zack, oh, und zack, die nächste Kohle. Gut, meine Freunde, ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und bei Avatar in der Werkstatt gewesen seid. Bis zur nächsten Folge. Ja, bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.